Chris, zunächst mal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und Rede und Antwort zu stehen hier auf unserer Couch. Wir starten gleich mal rein. Chris, ich hätte die erste Frage an dich und zwar, wie sieht deine aktuelle Situation aus? Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu deinem beruflichen Background erzählen. Ja, genau. Ich studiere jetzt hier gerade Digital Business Management dual als berufsbegleitender Master und mache das in Kooperation mit IBM. Und ja, arbeite dort bei IBM, genauer gesagt AX in Düsseldorf. Dort habe ich jetzt letztes Jahr im Oktober angefangen und ja, arbeite dort als Customer Transformation Consultant, also begleite so Digitalisierungsprojekte und bin da im Projektmanagement tätig, überwiegend als Scrum Master. Und ja, vorher habe ich dafür BWL studiert an der Hochschule Bochum und habe halt auch in Bochum gewohnt und ja, habe dort in der Zeit überwiegend so an einem Forschungsinstitut gearbeitet, so als studentische Hilfskraft und das so nebenbei gemacht. Und irgendwann kam so der Punkt, war halt so ein Vollzeit-Bachelor, musste ich ein Praktikum machen und bin dann irgendwie in Düsseldorf gelandet bei Vodafone und habe dort dann Vollzeit als Scrum Master gearbeitet und zuvor auch keine Ahnung, was Scrum ist und was ein Scrum Master macht. Da bin ich irgendwie so reingerutscht. Wollte da eigentlich auch erst so Sachen Richtung Data Science machen, aber die meinten dann, könnte eher so Richtung Scrum Master passen. Da bin ich dann gelandet, habe das ein halbes Jahr gemacht. Und dann war halt so die Überlegung, ja, wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Weil wenn man BWL studiert, haben ja irgendwie tausend Möglichkeiten, ob es jetzt Personalmanagement oder Consulting oder Controlling oder was auch immer ist. Und die hatten mir tatsächlich dann das duale Masterprogramm bei IBM vorgeschlagen. Und ich wusste dann auch nicht so wirklich, bleibe ich jetzt in Düsseldorf oder gehe ich ganz woanders hin. Und ja, habe ich mich dann einfach bei denen beworben, bei IBM in Düsseldorf und bin dort auch angenommen worden und ja, bin dann in Düsseldorf geblieben und habe dort dann mit dem dualen Masterprogramm angefangen. Spannend, spannend. Vielen Dank für diesen Einblick zu deinem beruflichen Background und auch zu deiner aktuellen Situation. Was mich auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage bringt direkt, wie sieht so deine klassische Uniwoche aus? Also hol uns ab, hol unsere Interessenten ab. Wie sieht deine klassische Uniwoche aus für dich persönlich und vor allem auch, wie bereitest du dich darauf vor? Ja, also ich wohne halt in Düsseldorf und wir sind hier am HAZ in Böblingen. Das heißt, ich muss hier auch ein bisschen anreisen. Das heißt, montags geht es bei uns immer los und dann den Tag vorher fahre ich dann hierher und brauche dann so, ich glaube, so 3,5 Stunden meistens hierher. Häufig auch mal länger, weil die Deutsche Bahn dann nicht so mitspielt, wie man will. Und ja, pack dann meine Sachen am Sonntag, meistens dann irgendwie so nachmittags geht es dann los und dann fahre ich hier nach Böblingen und ja, so Unterkunft läuft halt immer so ein bisschen selbst organisiert ab und da habe ich mich mit 3 anderen Kommilitonen zusammengefunden, die halt auch das gleiche Problem haben, halt weiter fahren zu müssen und halt eine Unterkunft brauchen und haben mal gesagt, komm, ist doch irgendwie schöner, dann irgendwie zusammen zu wohnen in der Zeit und dann sind wir mal zu viert in dem Airbnb, das ist so ein ganzes Haus, das haben wir uns rausgesucht und ja, dort sind wir dann so die ganze Woche und das ist dann auch gleichzeitig das Schöne. Also ich sage immer, für mich ist das immer so ein Feeling von Klassenfahrt, weil man dann auch irgendwie natürlich auch in den Kommilitonen auch Freunde gefunden hat und dann dadurch, dass man dann auch mit mehreren so auf einem Haufen ist, dann nach der Uni dann auch immer coole Aktivitäten irgendwie am Abend gestalten kann und so diese schon auch mal manchmal sehr intensive Uniwoche dann auch nicht so alleine durchstehen muss. Du sprichst es an, also intensive Uniwoche. Ich denke, wenn jemand berufsbegleitendes Masterprogramm hört, dann ist es vielleicht auch zu Recht, würde ich jetzt mal aus meiner Sicht behaupten, immer ein Thema, wo es vielleicht ein bisschen abschreckend wirkt. Wie siehst du denn das? Also wie ist das für dich? Ist das machbar? Quasi ganz konkret, kriegst du das und wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also wir haben ja einmal unsere Präsenzphasen, wo wir dann hier vor Ort sind, aber das hört ja dann nicht auf. Also wir haben ja auch noch dann Aufgaben, die wir dann entweder zu den nächsten Uniphasen oder halt bis zum Ende des Semesters absolvieren müssen. Und das muss man halt dann irgendwie unter einen Hut bekommen, weil bei mir ist es halt so, ich arbeite dann schon so meine 38 Stunden, vielleicht auch mit Überstunden mal. Und das heißt, dass man sich dann entweder unter der Woche nach der Arbeit hinsetzen muss oder dann halt am Wochenende. Das ist schon eine Herausforderung, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt 8 Stunden gearbeitet und dann habe ich um 18 Uhr noch ein Meeting mit meinen Unikollegen. Klar, man freut sich auf die Leute, wenn man sie mag, aber man weiß auch, okay,
das wird jetzt kein Freizeitmeeting, sondern schon ein Meeting, wo man dann auch ein bisschen was schaffen muss. Und dann natürlich noch die Aufgaben, die man irgendwie alleine irgendwie bewältigen muss. Das ist ein Commitment, das erfährt man aber auch vorher. Und ich finde, da hat die KFRU bzw. das ganze Infomaterial vom HAZ eigentlich schon genug geboten, dass man auch weiß, okay, die Sachen erwarten mich jetzt und das muss ich jetzt so machen. Und ich finde es eigentlich okay. Vor allem für mich ist irgendwie dann der größte Benefit, dass ich dann auch manchmal an Sachen arbeite, wo ich weiß, okay, tatsächlich brauche ich das gerade für meinen Job und das ist eigentlich gerade ganz gut. Und ich glaube auch, also bei mir ist es zumindest so und ich glaube, dass es bei anderen Arbeitgebern, die halt dieses duale Programm anbieten, auch, dass die halt auch einfach flexibel sind. Und wenn da einfach der Need vorhanden ist, dass man auch unter der Woche mal irgendwie in Zeit investieren muss für Uni und das jetzt nicht gerade kollidiert mit irgendeinem Projekt auf der Arbeit, dass man das auch irgendwie mal zwischenschieben kann. Also es ist unter einen Hut zu bringen, aber es ist, glaube ich, trotzdem immer noch ein höherer Aufwand, als wenn man jetzt ein Vollzeitstudium machen würde. Klar, das kann ich mir vorstellen. Chris, vielen, vielen Dank für deine Zeit, gerne, für dein offenes Feedback, für deine authentische Art, die Fragen zu beantworten. Vielen Dank.